Leute, heute fahren wir nach Berlin in den Bundestag, den stürmen wir. Und nein, von 11:30 bis 14 Uhr sind wir bei diesem Berliner Dom. Die Chefin spricht. Fernsehturm? Fernsehturm? Dom! So. Ja, erst sind wir in Dom, danach nach Rom. Da kommt schon unser Bus. Wo befinden wir uns jetzt gerade? Ja, 22 Uhr. Ja, 22 Uhr. Das ist 15 Euro spät, so genau, Ole. Also wir befinden uns hier gerade im Bus auf der Fahrt. Ole popelt, wie man hier so schön Nein, sehen kann. Ach, man sieht deine Nase, Ole. Jetzt musst du wieder sagen, ich habe einen Nasenfetisch. Ich habe einen Nasenfetisch, Oh, lass mal hier eine Timelapse machen. Okay. So Leute, wir sind fast da. Wir befinden uns hier. Von der Urban kommen wir. Alles klar. Sag, wo befinden wir uns hier? Wir sind hier, wo wir eigentlich auch mal in Dresden den Vlog, genau, glaube ich, war auch gestartet haben, aber... Genau, da waren, hier waren wir, als wir nach Dresden gefahren sind. Übrigens, der Vlog kommt noch. In der zwei ist, Jahren so ungefähr ist er fertig. Der ist, komm, lass mal hier irgendwo lang gehen. Ja, lass mal hochgehen. Da weiß ich noch, da sind wir genau hier sind wir lang gegangen. Ach, da hat es noch angefangen zu regnen, weißt du es noch? Ja, da wollten wir uns noch unterstellen. Oh ja, genau. Oder du geh vor. Naja, auf jeden Fall ist nicht mehr scheiße, ne? Abgesehen dahinter, ne? Naja, okay. Das lassen wir mal weg. Und Herr Schulz, hauen Sie mal einen Kommentar raus, wie ist das Ganze hier so? Hauen Sie mal einen Kommentar raus, wie finden Sie das Wetter? Später. Wir haben jetzt Stau. Da steht's. Da. An diesem Schild erkennt man das. Siehst du das Stauschild nicht? Musst du so halten. Oh ja, da jetzt Werbung hier von irgendwas. Nein, jetzt ist Markus davor. Markus, Kuss. Ja, guck dir mal das Schild an. Ole, guck dir mal die LED an. Ole. Hä? Jetzt rastet sie nicht mal aus. Jetzt. Ja, krass. Also wir sind gleich da, wir sehen uns gleich irgendwo, ne, Ole? Ole, wir sind jetzt hier irgendwo und wir gehen jetzt hier irgendwo. Achso, du filmst gerade? Ja, ich gehe jetzt hier irgendwo. So, ja, wo sind wir denn hier? Ich habe gerade keine Ahnung. Ich glaube in Berlin. So, wir sind jetzt hier im Deutschen Dom und wir haben jetzt irgendwie so eine komische Aufgabe hier bekommen. Und wir müssen die jetzt machen mit so einem Bildschirm hier. Das ist das Richtige, was ich hier habe? Nee, warte. Oh Mann, ey. Das ist doch hier von der... Ulla hat alles kaputt gemacht hier. Ist das Touch? Wem geht der? Komm, wir hacken das jetzt. So, wir haben jetzt hier das hier bekommen. Hier zwei tolle Bonbons. Also ich durfte sogar zwei nehmen. Oder schmecken sie? Ich habe einen coolen Stift. Doch, die schmecken mal. Boah, wir müssen mal so ein Bierbonbon dazu nehmen. Sieht interessant aus. Es ist nicht schön aus hier, dieses Gebäude. Hier geht es irgendwie noch hoch. Geht zur Seite. Genau, wir gehen dann Schulz hinterher. Und was ist hier? Ebene 2? Hier ist auch nichts, oder was? Das ist schon eine schöne Bühne. Also wir sind jetzt gerade aus dem Deutschen Dom rausgegangen. Ja, und jetzt stehen wir hier. Ole, hau mal ein Statement raus. Was machen wir jetzt hier? Auto mit er ist eine Menschenversammlung, eine ganze Völkerwanderung. Nee, weiter rechts, da ist ein hellgrünes Auto, muss mal ranzoomen. Ah, jetzt sieht man's. Jetzt laufen die Leute da. Oh, das sind Seifenblasen. Da. Blub, blub, blubberblasen. Also, so, wir gehen jetzt wohin, Lennart? Keine Ahnung. Wir verlaufen uns jetzt, ja? Sieht es nicht toll aus hier? Okay, da ist er, der Turm. Da ist es, das Tor. Was haben die ein paar Meter? Wie willst du denn das ganze Tor verschieben um ein paar Meter? Die Verschiebung des geschichtsträchtigen Wahrzeichens um rund 10 Meter ist notwendig. Also ich bin der Meinung, ich habe das bei geile Big Pictures. Ja, klar. Wir haben mit natürlich Erfahrungen mit dem Verschieben von Gebäuden. Wir nehmen das Tor und schieben es woanders hin. Genau. Da ist er noch. Da ist er ja. Ja, da ist er ja. So, jetzt sind wir vorne. Da ist er. Ich wette, diese Stühle sind voll bequem. Ich
ganzen Abgeordneten, die gerade da sind, nicht wahr? Mhm. Unseren Deutschen Bundestag. So viele und ich kann sie gar nicht alle zählen. Ich leuchte erstmal das ganze Gebäude ab vom Augenblick. Oh, das spiegelt sich sogar. Gehen wir auch noch hoch? Weiß ich doch nicht. Das wäre heftig. Wir sind jetzt hier auf dem Klo im Deutschen Bundestag. Und ja, das ist richtig toll hier. Und hier ist irgendwo... Oh, guck dir mal diese Treppe an. Da sind die Fenster nochmal so nochmal. Dann gehen wir mal durch die XXL-Tür. Ja, genau. Geht durch die XXL-Tür, du Eule. Sieht da eher interessant aus. Bitte schön. Hallo Jonas. Hallo Öle. Ja, aber das geht doch für dich, oder? Ja, gerade noch. Sag ich doch. Das geht hier. Hey du, filmst du mich? Warte mal. Das Tolle ist, wenn man das immer filmt, dann kann man da noch ein Bild raus extrahieren, falls man keins machen konnte, weißt du? Ja. Überall, ne? Ach, die ist offen hier oben? Ja, hat sie aber auch gesagt. Ah. Aber also hier regnet es dann auch rauf, wenn es ja, wenn du hier unten stehst, dann würde es hier reinlegen. Cool. It's a beautiful sky. Ah, jetzt sind wir hier. Oben. Ja, Ole traut sich sogar hierher. Ui! Aber runter gucken wird schon. Also Lennart möchte gerne runter, ich auch. Ja, da ist der Turm. Ja, was ist denn das da eigentlich? Was ist das? Das ist ein Umweltverschmutzer. Mich am meisten frage, wie lange die gebraucht haben, sowas überhaupt zu meißeln. Wir sind gerade raus aus der Qualen der Hölle da oben, meine ich jetzt. Also die Kuppe ist für mich scheiße gewesen. Ich fand die Aussicht ganz okay. Nee, die war eigentlich ganz cool. Alter. Oh nein! Lauf! Alter, das war ja Risiko hier. Der Bus hätte fast Lennart überfahren, ey. Der Bracken gesehen. Ja. Der bremst ja auch nicht, ne? Ey, guck mal, der wollte noch pünktlich zur Haltestelle kommen. Hat er gerade so geschafft. Von mir aus hätte er mich überfahren. Oh, das sieht cool aus, Jonas. Ja, genau so. Wunderschön. Jetzt muss ich nur noch den Bus bewegen. Oh, wunderbar. Das hätte auch mein Aber nicht so wackeln, das sieht dann komisch aus. Oh, hast du die rote Ampel gesehen? So viele Menschen. Alter, warum hat man das echt so im Bogen gebaut, ne? Ich glaube, Zufall war das nicht, ne? Ja, was geht denn da? Was, du aber was machen die denn da? Und wir gehen jetzt zu McDonald's, das ist da drüben, aber es ist rot. Signal kommt, aber es dauert schon voll lange und es kommt einfach nicht. Ja! Rüber! Ich wollte nur noch den Vlog beenden. Jetzt komm, jetzt mach noch. Sag noch ein paar schöne abschließende Worte. Okay, dann. Und sag noch ein paar abschließende Worte. Wie hat dir der Ausflug gefallen? Daumen hoch. Ja, genau. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Bei Fuhnflikes gibt es noch einen zweiten. Nee, das kann nee keine nicht. Ahnung. Bei Fuhnflikes ja, veröffentliche ich die Klassenfahrt-Vlog. Okay. Ich hab's nicht.